wir haben in 2008, 2007 haben wir angefangen und jetzt sind wir natürlich 3 Jahre weiter. Die Frage jetzt, was hat sich geändert? Wo stehen wir eigentlich in der Schweiz? Gibt es einen Schweizer Standard zum IKS? Wo läuft die ganze Reise hin? Hintergrund ist ja, IKS ist ja in 2008 gesetzlich aufgegleist worden. Natürlich gab es interne Kontrolle auch schon vorher, aber in der Form, wie wir es heute kennen, eben systematisch und dokumentiert, fundiert, da war schon der Auslöser der Gesetzgeber, dass es auf die Wege gebracht hat. Wir sind jetzt in 2011, das heißt, wir wollten mal Bilanz ziehen. Was hat sich eigentlich in den 3 Jahren getan? Hat sich ein eigentlicher Schweizer Standard zum IKS rausgebildet? Was sind die Schwachstellen? Wo kann man Verbesserungen ansetzen? Das ist das Thema heute und ich denke, da haben wir ganz gute Referenten gefunden, die das aus verschiedener Perspektive, aus Sicht der Revisionsstelle, aus Sicht des Anwenders, aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten. Die erste Durchführung von dem Seminar haben wir hier im Hotel Marriott in Zürich. Alle Referate haben wir aufgenommen. Auf unserer Seite FedMedia stellen wir Ihnen die Tonaufnahmen als Podcast zur Verfügung. Wenn Sie Lust haben, mal schauen wollen, wie so ein Referat vor sich geht, können Sie den Podcast bzw. das Referat von Professor Pfaff herunterladen. Es würde uns natürlich freuen, wenn Sie dann an der Wiederholung vom 20. Dezember bei diesem Thema dabei sind.